jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem jungen Mann, der bei uns hier Premiere hat. Zum ersten Mal bei uns zu Gast. Er ist Wahlberliner, kommt aber eigentlich aus England. Sieht aber so aus, als käme er aus Mittelerde. Und er ist Stand-up-Comedian und ja, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Bitte begrüßen Sie recht herzlich Johnny Armstrong. So, ich mache jetzt 5 Minuten Stand-Up-Comedy, allerdings habe ich nur ausreichend Text für 2,5 Minuten, also werde ich jeden Witz zweimal sagen. Ich mache jetzt 5 Minuten Stand-Up-Comedy, allerdings habe ich nur ausreichend Text für 2,5 Minuten, also werde ich jeden Witz zweimal sagen. Ich bin Engländer, mein Bart ist rot, ich habe irisches Blut an den Händen und... viele Leute fragen mich nach meinem Status in Deutschland. Ich sage immer, dass ich halb Tourist bin. Meine Mutter war Engländerin, mein Vater war Tourist. mein Vater ist Schotte. Also meine Mutter hat die Hosen an. War der erste Witz übrigens. Nein, meine Eltern sind nicht zusammen, sie hatten keine Beziehung. Mein schottischer Vater hat sich sehr früh für seine Unabhängigkeit entschieden. Meine Mutter musste mir das Rasieren beibringen. Dafür sind meine Beine aber seidenglatt. So, neulich habe ich beim Arzt erfahren, dass ich übergewichtig bin und... hässlich und ein schlechter Liebhaber. Und das war erst im Wartezimmer. Ich zeige euch, ich lese nie wieder die Brigitte. Mein Arzt hat mir gesagt, wenn ich mit dem Trinken nicht aufhöre, werde ich sterben. Ich fragte, warum. Er sagte, weil das mein Bier ist. So, ich bin in Deutschland wegen einer Frau. Sie wurde in England schwanger, müsste abhauen. Ich habe einen Deutschkurs gemacht an der Volkshochschule Neukölln. Jetzt kann ich fließend Türkisch. Ja, einmal habe ich versucht, einen Döner auf Türkisch zu bestellen. Ich bin in den Imbiss reingegangen. Ich sagte, Mehebe Akadash, Nazilsin ist, Ben Bebürg, Dürüm Döner, Hepsin den Adjusters, Istium Lütfen. Und der Typ hinter der Theke guckte mich so an und sagte, Mama Mia, kannst du keine Deutsch oder wie? Ich habe meine jetzige Lebensabschnittsgefährten an einem FKK-Strand kennengelernt. Ich konnte sofort spüren, wie sie mich mit den Augen angezogen hat. Sie hat gemeint, es ist das Innere, was zählt. Und sie braucht eine neue Niere. Ich habe ihr gesagt, wenn du meinen Namen raten kannst, darfst du mit mir schlafen. Sie sagte Stephanie. Ich sagte, na genug. Sie sagte, hast du Kinder? Ich sagte, ja, natürlich hasse ich Kinder. Sie sagte, du hast sie nicht alle, oder? Ich sagte, doch, doch, ich hasse die alle. Nieder mit Kindern.
Und jetzt haben wir einen Sohn. Er ist nicht von mir. Er ist auch nicht von ihr. Wir wissen nicht, wem er gehört eigentlich. Ich habe ihn im Park gefunden, aber ein ganz netter Junge. Ja, ich sage Junge. Er war schon 20, als ich ihn kennengelernt habe. Allerdings am Anfang hatten wir kein Kinderbett zu Hause, so ich musste auf dem Sofa schlafen, während er bei Mutti schlief. Ich glaube, meine Freundin geht fremd. Letzte Woche waren wir zusammen einkaufen und ein Kassierer hat sich gefragt, ob die Treuepunkte sammelt und sie hat ihn ausgelacht. Ich habe sie gefragt, warum sie beim Küssen die Augen nicht mehr zumacht. Sie meinte, weil sie sich mittlerweile an mein Aussehen gewöhnt hat. Gestern Nacht hat sie mir gesagt, sie will im Schlafzimmer experimentieren. Ich dachte, oh, wie geil. Und dann hat sie den Bunsenbrenner rausgeholt. Ja, wir haben seit langem keinen Sex gehabt. Früher hatte ich immer Schamläuse, nun habe ich nur noch Staubmilben. Ja, ich habe Telefonsex probiert. War sehr teuer. Ich habe mir ein iPhone in den Arsch geschoben und Dankeschön. Das war's von mir. Vielen Dank. Danke. Johnny Armstrong, meine Damen und Herren. Das war Johnny Armstrong, wenn Sie ihn mal sehen möchten. Er ist unterwegs mit The Comedy Red Pack am 2.4. in Osnabrück, am 8.5. in Heilbronn oder am 9.5. in Stuttgart. Alle weiteren Infos kriegen Sie unter johnny-armstrong.de.